Moin Moin, hier ist wieder euer Orc Evergreen mit Let's Rock The Witcher 2. Ja, was machen wir heute? Schauen wir mal. Erstmal upgraden wir unsere schönen Talente. Charakter. Zwei Talente kann ich upgraden. Was haben wir hier? Parieren, Tapferkeit. Messerwerfen brauche ich eigentlich nicht. Pfeile umlenken könnte ganz praktisch sein, brauche ich jetzt aber auch noch nicht. Okay, Vitalität plus 50 brauche ich auf jeden Fall. Und Schläge aus allen Richtungen parieren ist auch wichtig. Gut. Damit hätten wir das. So. Ja, was machen wir heute? Wir legen, denke ich mal, eine kleine Prügelrunde ein. Moment. Was sind denn unsere Quests? Henker in die Parade gefahren, habe ich gemacht. Gut. Neckar, Ende jagen, weiß ich alles. Königsmörder, bla. Mache ich erstmal das Silberschwert? Ja, ne? Was anderes habe ich auch noch gar nicht. Gut. Dann hole ich mir erstmal ein Silberschwert. Was gibt es Neues, meine Liebe? Oh ja, die Typen da hinten. Da laufe ich vorbei. Da kommt der Hexer. Meister, seht doch, wer uns beehrt. Er hört mich nicht, der Titan der Schmiedekunst. Besessen von der Arbeit. Wie geht's denn, Hexer? Nette Werkstatt. Jo. Ach, sie ist ganz gewöhnlich. Aber danke für das Kompliment. In des Meisters Namen und dem meinen. Was kann ich für dich tun? Erstmal will ich was kaufen. Ich glaube, ich habe... Habe ich das Rezept für Hexer Silberschwert? Hab ich sogar. Oh, das ist aber toll. Was hat er denn hier so für Rezepte? Ich gucke mir das gerade hier so ein bisschen durch. Was brauche ich dafür für die gezackte Klinge? 300 Gold habe ich. 16 mal Eisenerz habe ich. Pressure Plate habe ich auch. Endriagenzähne brauche ich dafür, richtig. Brauche ich das? Karnigorn-Schwert. Ja, ich gucke hier jetzt einfach mal so ein bisschen rum. 8 Eisenerz habe ich ja, was brauche ich noch dafür? Nichts. Dann wird das gekauft. Aber sowas von. Und was ich noch brauche, hierfür, scroll schon hoch. Diamantstaub habe ich, wie viel Silbererz brauche ich? Holzklötz habe ich auch, wie viel Silbererz brauche ich? 2. So, Silbererz. 2. Gut. Jetzt stell doch bitte was für mich her. Das herstellen. Reißzahn brauche ich jetzt. Was ist Reißzahn? Falle. Kann ich eventuell gebrauchen, aber erstmal nehme ich das hier. Was ist das denn? Endriagengift brauche ich nicht. Okay. Hat er noch irgendwelche schönen Schemata? Rune brauche ich jetzt noch nicht, werde ich bald brauchen. Nee. Hat er sonst nicht. Genau, jetzt werde ich erstmal was... Ah, oh Moment. Das ist schon geruhnt. Habe ich denn irgendwelche Runen? Habe ich. Zeichenschaden brauche ich nicht.
Silbertes Schwert. Wie viel hat mein... 10, 17. 8, 16. Okay. Das brauche ich alles definitiv nicht. Bluten 8. Kann ich brauchen. Das brauche ich nicht für die Rune. Ja. Wasseressenz habe ich. Flammenstein habe ich. Neckarherz. Erde, Vitalität kann mich mal. Zeichenschaden kann mich auch mal. Einäschung, das wäre doch schön. Gucken. Wasseressenz habe ich. Bla. Elementstein. Indriangift. Okay, ich sehe schon. Ich muss erstmal ein bisschen was machen dafür. Gut. Wie hart bin ich überladen? Überhaupt nicht. Das ist auch schön. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, jetzt doch immer hier bei The Witcher bei so einem Let's Play 20-minütige Parts zu machen. Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen so ein Umschwenken. Tut mir ernsthaft leid. Wenn ihr wieder die 10-Minuten-Parts haben wollt, sagt das bitte. Aber wenn euch das wurscht ist, würde ich lieber die 20-Minuten-Parts machen. Oh. Das ist aber scheiße hier. Boah, was ist das denn hier? Da gehe ich auch nochmal raus. Hier ist sofort alles da. Also liegt das nicht an mir. Mann, du sollst die Tür aufmachen, du Pfeife. Ah, besser. Gut, reden wir mal mit denen hier. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Doch, tue ich. Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heda, Wirt, bring Schnaps. Triss Merigold. Da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd. Ich glaube, den beißen schon die Läuse. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Sultans Hochzeit gefahren. Geralt ist sehr schön gestaltet. Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War da wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Bla bla bla. Luft holen, Rittersporn, du verschluckst. Also, fangen wir mal den Drachen an. Tja, der ist dort eben aufgetaucht. Mehr bla. Wo hatten die Lavalettes den denn plötzlich her? Er soll ja groß wie eine Scheune gewesen sein und für sie gekämpft haben. Drachen sind nicht für politische Parteinamen bekannt. Vermutlich hatte er einfach nur sein Gelege in der Nähe. Hättest du ihn nicht vertrieben, hätte Foltest die Burg nicht erobern können. Möglich, aber das ist Spekulation. Tja, jetzt hat der Drache halt einen neuen Zahn am Silberschwert. Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Bla bla bla, die blöden Barone, bla bla. Da erfahrt ihr später noch genug drüber, glaubt mir. Schluss jetzt mit Politik. Foltest tot. Der Mörder hatte im Turm auf. Das kennen wir ja. Ich sollte. Der König. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss. Jetzt kommt was Neues. Wo Jorvetz Skojatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Jetzt. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Bitter. Gut. Leute, rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an. Was ein toller Reim. Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Jep, sollten wir hier raus. Das weiß ich jetzt netterweise schon. Das Ungeheuer. Oh, falsche Tür, falsche Tür. Rosch sitzt da. Menschen sind im Armdrücken so gut wie ich im Trollficken. Menschen sind im Armdrücken so gut wie ich im Trollficken. Genau.
bitter. Das Viech ist echt nervig. Dem werden wir auch noch ausführlich begegnen. Das könnt ihr mir glauben. So. Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Grüß dich, mein Lieber. Hörst du nicht? Warum hast du... Also, so. Wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Nein, Trismerigold ist hübscher. Sosek lebt und geht jetzt auch bestimmt nicht mehr unter. Vom Ungeheuer keine Spur. Nimm uns gefälligst ernst. Oder es gibt bald von dir keine Spur mehr. Das will ich sehen. Dieses Gefasel ist unerträglich. Verschwinde. Immer dasselbe. Um den kleinen Mann schert sich keine Sau. Wenn man so dumme Fragen stellt, auch nicht. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotter noch so ein Zuständiger Typ für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden. Einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mache mit. Wegen der Belohnung. Bitte handeln Sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Gut, dann lauf. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Suleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Yep. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Ja, die schmecken ja auch ganz gut. Der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand. Ja, ich weiß, ich bin immer noch erkältet. Tut mir leid. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Ja, mehr oder klar. Weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stock Quartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Das ist echt lustig. Ja. So, ich gehe jetzt noch... Ach, der plappert eh nur Scheiße. Ich gehe jetzt noch hier rein. Plünder hier mal das Häuschen. Oh, Diamantenstaub. Diamantenstaub ist immer gut. Eine Truhe. Boah, da war auch viel drin. Jetzt habe ich Köder, das ist auch schön. So, und ich lasse Geralt wieder mit seinem Amulett suchen. Ein Knüppel und ein Tuch, toll. Noch einen nach oben. So, ich glaube, hier ist nichts Großartiges mehr. Nein. Gut, dann können wir hier wieder runtergehen. Ich nehme natürlich alles mit, was ich kriegen kann, ist klar. Der alte Gothic-Wahn. Gehen wir da hinten noch kurz auf das kleine Schiffchen. Ah, ich glaube, der Typ prügelt mich dann, ne? Ja. Dann gehen wir doch erst echt da drauf. Sei gegrüßt. Nein, tut er nicht.
Das ist schön. Beziehungsweise eigentlich ist das nicht schön. Sei gegrüßt. Okay, ein stumpfes, sinnloses Schiff. Auch gut. Dann reden wir jetzt mal mit diesem komischen Kopf. Was hältst du von Loredos Vorschlag? Ich bin dabei. Kaufleute, lässt grüßen. Bist du gerade frei? Nee, du. Ich hab einen Geisterkunden. Wie lustig. Psst, Weißkopf. Ich hab einen Vorschlag. Weißkopf? Leck mich. Na gut, die Quest kenn ich auch schon. Weißkopf. Ich bin... Bla. Einverstanden. Klingt nicht schlecht. Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich... Mehr müsst ihr darüber auch nicht wissen. Der Typ hier meint, der Ladenbesitzer würde gefährliches Zeug vertinken. Also Fistek und sowas. Falls euch das aus The Witcher 1 was sagt, das ist die bekannte Droge hier. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Hier ist dieser dämliche Kaufmann. Boah, offenbar sieht der hässlich aus. Habt ihr ein Problem? Eins? Die Wege sind unpassierbar. Die Wälder voller Banditen. Den Hafen blockiert ein Wassermonster. Und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird es allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Jetzt arbeiten wir zu zweit. Unser Lohn sollte also doppelt so hoch ausfallen. Netter Scherz. Und machen wir mal das Zeichen. Du bezahlst uns doppelt so viel, was du Herrin Tankerville versprochen hast. Denn so viel ist der Auftrag wert. Gut, tja, dann von mir aus. Fachkräfte wie euch darf man sich verkosten lassen. Ja. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Cedric. Dieser verschrobene Wurf im Dorf. Bla. Cedric kenne ich, den finde ich auch alleine. Mit etwas Glück. Wozu so, da muss ich gar nicht hin. Ich habe eine E-Mail bekommen. Was machen wir jetzt noch? Ich überlege gerade. Wir nehmen gerade noch diesen Ladenbesitzer aus. Das ist eine ganz gute Idee. Das gibt uns auch irgendwas, glaube ich. Ach genau, Ansehen bei der Bevölkerung und bla. Ah, jetzt kriegen wir erstmal auf die Fresse. Es lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Beziehungsweise die. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Deine verschlechtert sich gerade heftig. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vysima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vysima. Genau. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Genau, das wird nämlich Wirf sehr lustig. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Ja, ich komme jetzt zwar persönlich nicht, aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht. Weil die derweil zu mir kommen. Ach, ich vergaß. Die mit Schild sind scheiße. Ah, okay. Wechseln wir mal das Zeichen auf Arsch. Denn ich möchte den Typen mit dem Schild jetzt fertig machen. Genau, Kill Move, Pock. Na komm. Gut. So geht es natürlich auch. Schade, Schwert kann ich nicht nehmen. Warum haben die alle Strickleitern mit? Das verstehe ich nicht. Ein Bild von Yorveth. Haftbefehl. Interessiert mich auch ein Scheiß. Gut, machen wir das jetzt gerade noch mit dem Ladenbesitzer, dann prügeln wir uns im nächsten Abschnitt ein bisschen. Im nächsten Part. Da ist der Laden. Bist du der Hexer? Ja, der bin. Dann musst du etwas gegen dieses böse unternehmen. Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in seinem Laden. Ich dachte, er verkauft Räucherwerk.
So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistek. Wie bei Fistek. Du musst unbedingt erreichen, dass der Lord... Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flott... Ich rede mal mit dem... Gut, aber ich sehe gerade die Zeit. Auch das machen wir im nächsten Part. Speichern wir einmal. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schaut das nächste Mal wieder rein. Orca Evergreen sagt auf Wiedersehen. Ab jetzt mit 20 Minuten Parts, bis ihr mir was anderes sagt. Und tschüss.